Ja, herzlich willkommen. Ich will euch wieder mitnehmen in die Praxis und euch von einer Situation oder besser gesagt von einem Zeitabschnitt erzählen, wo ich in einem Team unterwegs war, was am Anfang gar nicht gut funktioniert hat, aber mit der Zeit richtig, richtig gut wurde. Doch fangen wir erstmal mit dem Kontext an. Insgesamt war das ein Riesenprojekt mit über 300 EntwicklerInnen. Und wir waren in einem Team aus 5 bis 6 Leuten und waren verantwortlich für das Developer-Tooling. Also alles, was das Leben von den anderen EntwicklerInnen einfacher macht. Sachen automatisieren und so weiter und so fort. Wir hatten mehrere Produkte, die wir gleichzeitig entwickelt haben. Einige davon waren auch schon im Betrieb. Und ich war unterwegs in der Rolle als Agile Coach und ein bisschen Developer, so ein bisschen in so einer Doppelrolle. Also was war jetzt das Problem? Insgesamt hatten wir in dem Team tatsächlich einfach eine schlechte Performance und das über mehrere Sprints hinweg, die sich auch leicht verschlechtert hat. Ich blende euch hier oben mal exemplarisch eins von unseren Burndown-Charts ein aus dieser Zeit und da seht ihr eigentlich sehr, sehr schnell, wir haben wenig Aufgaben abgeschlossen, bis gar keine und zweitens, es sind ganz, ganz viele Sachen neu dazugekommen innerhalb eines Sprints und auch die wurden nicht fertiggestellt. Was könnten in so einer Situation die Ursachen sein? Zum einen natürlich irgendwie zu große Tickets oder falsche Schätzungen, aber natürlich irgendwie auch Überperfektionismus und Feature Creep. Das heißt, dass man Sachen macht, die nicht in dem Scope von dem jeweiligen Ticket waren. Was natürlich auch naheliegt in so einem Kontext, wie wir unterwegs waren mit mehreren Produkten, dass die vielen Kontextwechsel und das Multitasking ein Problem sein darstellen kann. Was auch Gründe sein könnte, wäre natürlich irgendwie dadurch, dass wir auch Produkte live im Betrieb haben, dass viele Bug-Tickets reingekommen sind mit einer hohen Priorität, dass das Teamwork nicht so gut funktioniert, dass das Alignment nicht da ist, was da sein hätte müssen oder natürlich irgendwie auch dadurch, dass wir in dem Team, kurz bevor ich reingekommen bin, ein bisschen Teamrotation hatten, also Leute rausgegangen sind, neue Leute dazugekommen sind, dass das natürlich auch die Performance negativ beeinflusst. Was war der Lösungsansatz? Ein Großteil davon bestand tatsächlich in den Retrospektiven. Wir haben uns genau dieses Thema angeschaut und uns überlegt, hey, woran kann es liegen? Wir haben Transparenz geschaffen, damit wir wirklich uns ein genaues Bild davon schaffen können, was passiert ist in den letzten Sprints. Und ganz, ganz wichtig, wir hatten einen sehr, sehr offenen und ehrlichen Austausch darüber. Am Schluss haben wir uns dazu entschieden, dass wir kleinere Tickets haben, dass wir die Tickets vielleicht auch aufsplitten, wenn sie ein bisschen zu groß sind. Dass wir einen klaren Fokus haben auf die Sachen, die wirklich in dem Scope von dem Ticket sind und Sachen, die irgendwie so nice to have wären, erstmal hinten anstellen. Und wir haben klare Prioritäten gesetzt und einen Fokus uns geschaffen. Was ist wirklich das Wichtigste? Was müssen wir jetzt machen? Und was kann vielleicht später passieren? Wir waren auch nur ein 5- bis 6-köpfiges Team, dadurch ist natürlich auch die Kapazität begrenzt. Was war das Ergebnis? Was hat sich verbessert? Ich blende euch hier oben mal wieder exemplarisch einen Burndown-Chart ein und da seht ihr, nach circa 3 Sprints von je 2 Wochen hat sich die Situation deutlich verbessert. Wir konnten wieder Tickets abschließen, wir konnten Aufgaben abschließen, wir konnten eine Aussage über die Zukunft treffen, also wie viel Arbeit schaffen wir ungefähr in einem Sprint und auch die Stimmung und die Motivation im Team ist stark gestiegen. Was sind die Key Takeaways? Was kannst du aus dieser Situation mitnehmen? Erstens, wenn die Performance in dem Team nachlässt und das über mehrere Sprints, gibt es wirklich viele, viele mögliche Ursachen, die das haben können. Schaut da genau rein, nicht die erstbeste Lösung ist vielleicht die richtige. Zweitens, es ist wirklich ein offener Dialog und Transparenz notwendig. Sonst habt ihr falsche Informationen, falsche Daten und kommt vielleicht auf falsche Fährten. Drittens, gebt den Dingen Zeit. Wirkliche Verbesserungen, Veränderungen, die langfristig wirken, brauchen ein bisschen Zeit, um sich zu etablieren und auch zu wirken. Das war's auch schon wieder. Was sind eure Erfahrungen mit Teams, die wo vielleicht die Performance nachlässt? Hattet ihr schon mal ähnliche Erfahrungen? Schreibt's in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da und abonniert den Kanal. Es gibt immer wieder neue Sachen. Bis bald.